ich habe von Green Force die Bolognese ausprobiert. Und das habe ich euch jetzt gar nicht gezeigt, weil ich das in der Woche gegessen habe. Beziehungsweise versucht habe zu essen. Ich mochte es gar nicht. Das lag aber, glaube ich, auch daran, dass ich das nicht, dass ich das so mit einem halben Arsch zubereitet habe quasi. Ich werde das nochmal probieren. Ich habe ja hier noch die Hälfte drin. Mache ich das heute? Das weiß ich jetzt nicht genau. Könnte ich heute Abend machen. Ich habe nämlich noch ein bisschen was da, was ich letztes Mal nicht da hatte. Da werde ich jetzt mal Zwiebeln noch mitnehmen. Möhren hatte ich ja schon klein geschnitten. Ich werde aber Erbsen auch noch mit reinmachen und Mais. Habe ich noch gestückelte Tomaten? Nein. Oder? Die werde ich mir noch kaufen müssen. Nee, habe ich nicht. Ist egal. Oh, ich habe aber Tomaten. Die kann ich da noch mit reinnehmen. Ja, das werde ich nochmal probieren. Und wenn das jetzt auch nicht klappt und wenn mir das auch nicht schmeckt, dann ist das eben so. Und dann muss man sich auch mal fragen, ob... Mein Gott, man kann nicht alles ersetzen, oder? Und ich muss sagen, das mit dem Beluga-Linsen hat mir auch gut geschmeckt. Also wisst ihr, man kann sich das, glaube ich, eigentlich auch selber machen. Man muss da jetzt nicht solche Ersatzprodukte nehmen. Das Rührei habe ich echt gern gemocht. Das werde ich nachher auch nochmal essen, aber... Also das hackt bislang noch nicht. Good morning. Diese Woche hätte eigentlich mein Hörgenuss online gehen sollen. Der geht ja immer online mit den am letzten Donnerstag eines Monats mit den Mädels Steffi von Lady of the Books, Ruth von Zwischen tausend Zeilen und Christine von Christinchen. Ja, meiner ist nicht online gegangen, weil ich keine Zeit hatte, den zu drehen, weil es Aslan nicht so gut ging. Wir haben erst gedacht, das ist seine Arthrose, die sich da bemerkbar macht. Weil er nicht mehr, er konnte nicht mehr gut stehen und nicht mehr gut laufen. Das kam mit Sicherheit nicht plötzlich, aber also bei ihm kam es bestimmt nicht plötzlich, aber für uns kam es plötzlich. Ja, das war Weihnachten, da ging es ihm gar nicht gut. Das war das schlimmste Weihnachten für mich. Und ja, und dann wurde es kurzzeitig wieder besser, aber es ist nicht besser geworden. Also nicht perspektivisch besser. Ich will es eigentlich auch nur anreißen. Aslan ist eingeschlafen. Wir haben das hier zu Hause sehr gut gemacht, finde ich. Also wir haben gesagt, bevor er sich quält, schläfern wir ihn ein. Das mussten wir nicht machen. Aslan ist selbst eingeschlafen. Es ist eben auch so, dass Tiere vollwertige Familienmitglieder für uns sind. Und da... leiden wir alle schon sehr. Und das bringt mich natürlich auch wieder zum Gedanken, was passiert, wenn... also, es ist ja irgendwann auch bei Simpy und Loki soweit. Und da habe ich auch echt schon Angst vor, ne? Liegt der Mobile hier auch gerade. Da. Ja. Ich kann mit Eva immer so gut reden. Und da bin ich auch echt dankbar für, dass Eva und ich befreundet sind und dass ich Eva habe. Weil sie mir auch wirklich hilft. Also sie hört halt auch wirklich zu. Also sie hört anders zu. Also ich brauche Eva auch gerade sehr. Und es tut mir auch sehr leid. Es tut mir sehr leid, dass ich emotional gerade für Eva so ein... Jetzt würde sie total den Kopf schütteln, ne? Und wieder, aber es fühlt sich für mich so an. Das ist, ich bin gerade so ein depressiver Dauerzustand. Ja, und ja, jedenfalls habe ich natürlich, weil es mir mit Aslan so es schmerzt so, dass ich natürlich mir auch Gedanken mache, was den Biologie angeht. Es, wenn man sich ein Tier holt als Mitbewohner hier im Haus, egal wo, dann weiß man natürlich auch, dass man sich irgendwann von diesem Tier verabschieden muss. Denkt man natürlich in dem Moment nur bedingt dran, was ja auch richtig ist. Eva hat das mal so schöne Worte gefasst, die Erinnerungen sind so viel wert. Die sind halt wirklich so viel wert. Das sind so wundervolle Erinnerungen, die man so viele Jahre geteilt hat. Aber man zahlt auch wirklich einen hohen Preis dafür. Ich werde heute, also das ist so mein Plan, ne? Ich werde heute Abend zu Sandra fahren. Da wollen wir wieder ein
Escape-Spiel, Exit-Game-Spiel. Genau, das hat ihr Sohn nämlich zum Geburtstag bekommen und diese Exit-Games gibt es auch für Kinder tatsächlich. Das finde ich echt eine tolle Geschenkidee. Ja, und das werden wir heute machen mit Sandra, ihrem kleinen Sohn und ihrem Kleinen vor allem, er ist auch schon so groß. Und ich, dann werde ich noch, weil wir auch was essen wollen, werde ich noch, Sandra möchte Kartoffelauflauf machen und ich werde vegane Alternativen dazu holen. Weil Sandra schon, vegane oder vegetarische Sandra, ist schon bemüht, das auch umzusetzen. Genau, und weil ich jetzt nicht zumuten will, da ewig im Laden zu suchen, weil sie sich damit ja noch nicht so auseinandergesetzt hat, mache ich das. Und dann war der eigentliche Plan noch, dass ich noch etwas zeichnen möchte aus dem Adventskalender von May & Barry, aber das werde ich wahrscheinlich nicht schaffen. Ich möchte erstmal noch zwei Videos drehen, das muss ich noch machen. Morgen geht der Vlog online, den ihr beim letzten Mal schon gesehen habt, den, wo ich vegetarische und vegane Sachen teste. Das möchte ich natürlich weiterhin machen. Ja, und ich möchte aber jetzt noch einen Tag drehen und meine Neuzugänge, damit die da weg sind. Wobei, weg sind sie dann auch nicht. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier noch was hinstellen soll. Meine Regale sind voll. Und dann werde ich vielleicht noch ein bisschen was schneiden von den Videos, damit ich das schon mal fertig habe. Ist ja. Übrigens düftet hier gerade eine meiner letzten Christmas-Pores. Da bin ich echt traurig drüber, weil das einfach unheimlich gut riecht. Ja, vielen Dank im Übrigen nochmal für euer Feedback zu Christmas-Pore. Ich freue mich total, dass es euch auch so gut gefallen hat. Es riecht einfach toll, ne? Ich bin ganz traurig. Ich muss mal mit Doris nochmal sprechen, wie das jetzt eigentlich ist. Bedeutet das, dass ich das nie wieder bekommen kann? Also das ist echt eine... Gut. Das ist auch eine Sache, die geht auch die geht so ganzjährig. Oh ey, wenn es das als Parfüm geben würde. Ich möchte euch etwas zeigen. Und zwar habe ich mir, das ist schon eine Weile her, aber ich muss euch jetzt unbedingt mal davon erzählen, weil ich noch gar nicht drüber gesprochen habe, neue Hörer bestellt, neue Bluetooth-Hörer. Und habe die von Soundcore genommen. Das sind diese hier. Und die sind so genial, ich kann es gar nicht anders sagen. Die haben auch die Funktion Noise Cancelling. So sieht es im Übrigen aus. Achtet mal bitte nicht auf meine Fingernägel. Ich habe immer noch das Problem, dass ich noch keinen Termin bekommen habe und ich habe jetzt keine Lust mehr, selber zu machen. So sehen die aus. Und die haben auch die Funktion mit Noise Cancelling und das ist einfach, also das ist auch Gold wert und ich liebe die einfach. Und die gehen so schön ins Ohr. Die passen halt einfach perfekt. Und wenn ihr die drin habt, hört ihr nichts mehr. Das könnt ihr auch noch einstellen, inwiefern die Geräusche gecancelt werden sollen. Also welche Geräusche auch, hohe, tiefe, helle Geräusche. Das könnt ihr dann alles einstellen mit der App. Und die halten so ewig, Leute. Der Akku hält. Ich habe den noch nicht einmal aufgeladen. Doch, ich habe ihn einmal schon aufgeladen und ich habe die schon eine ganze Weile. Kann ich sehr empfehlen. Verlinke ich euch mal unten. Ich liebe die sehr. Ich glaube, Christine von Christinchen, die hat auch schon über die von Soundcore gesprochen. Das ist aktuell mein heiliger Gral. Und da möchte ich euch was zeigen, was ein bisschen weird ist, aber was ich auch sehr liebe. Und zwar ist das eine Schlafmaske von Musicozy. So sieht die aus. Und das ist nicht nur eine einfache Schlafmaske, die könnt ihr auch mit eurem Handy verbinden. Und zwar hier drüber. Und das nutze ich eigentlich jedes Wochenende. In der Woche traue ich mich immer nicht, weil ich Angst habe, ich verschlafe. Das nutze ich jedes Wochenende. Die hat nämlich hier so eine Art Mini-Lautsprecher. Die sind genau auf der Höhe eurer Ohren. Und die verbinde ich immer mit meinem Handy gerne, um die App Calm zu nutzen. Da werden mir ja Schlafgeschichten oder werden einem Schlafgeschichten vorgelesen. Nicht nur einfach irgendwelche Geschichten, sondern diese Geschichten sind tatsächlich darauf ausgerichtet, dass man besser einschlafen kann. Und mir hilft es sehr beim Runterkommen. Entweder das oder ich höre über YouTube Videos mit Geräuschen, wisst ihr, sowas wie Kamingeräusche und draußen ist ein Sturm, das hilft mir unheimlich beim Einschlafen und da liebe ich diese Schlafmaske total. Ich bräuchte sonst keine Schlafmaske, also ich kann auch im Hellen schlafen, wenn ich müde bin, aber ich finde das eben sehr toll zum Einschlafen, was die Geräusche angeht und da kann ich nicht mit den
Kopfhörern von Soundcore einschlafen. Das funktioniert nicht, weil ich das störend finde im Ohr. Verlinke ich euch natürlich alles in die Infobox, dann könnt ihr euch das selber mal anschauen. Die tue ich jetzt wieder ins Schlafzimmer. Das ist nämlich etwas, das ihr immer auf meinem Nachttisch sehen würdet. Dort befindet sich immer diese Schlafmaske und mein Nintendo Switch Lite. Meine Nintendo Switch Lite, genau. Das werde ich mir jetzt mal schnappen und dann ein bisschen Animal Crossing spielen. Weil ich mich gerade schon wieder so gestresst fühle. Ich weiß gar nicht warum. Es ist jetzt 10 vor 12. Ich habe jetzt 2 Videos gedreht. Ich müsste eigentlich noch Instagram-Fotos machen, aber da habe ich noch keinen Nerv drauf. Was wir jetzt machen, wir machen Spaghetti Bolognese und zwar mit dem Hack von Green Force. Ich bin sehr gespannt. Hier sind 150 Gramm drin und hier steht 150 Gramm der Fertigmischung mit 300 Milliliter sehr kaltem Wasser gründlich vermengen. Aber ich glaube, das wird mir zu viel. Ich nehme mal die Hälfte und dann die Masse für ca. 30 Minuten im Kühlschrank quellen lassen. Die Masse bei mittlerer Hitze bis zum gewünschten Bräunungsgrad in einer beschichteten Pfanne ohne Öl anbraten und dabei zerkleinern. Das Anbraten dauert länger als bei konventionellem Hackfleisch. Anschließend in deinem Lieblingsrezept verarbeiten. Da bin ich sehr gespannt. Das probieren wir jetzt mal aus. Das ist im Übrigen veganes Hack auf Erbsenbasis, ohne Zusatz von Soja und Gluten. Das finde ich wieder sehr gut. Ich mag ja Soja nicht so gern. Also das Rührei hat ja schon mal sehr gut geschmeckt, ne? Ich habe jetzt bloß kein, das würde ich ansonsten jetzt essen, aber ich habe kein Brötchen. Und ich muss mich auch mal erkundigen, ob die Brötchen, die ich mir immer zum Aufbacken hole, vegan sind. Das glaube ich irgendwie nicht. Bei meiner Waage ist jetzt die Batterie alle, deswegen nehmen wir mal meinen Monsi. 150, wir machen die Hälfte. Und dann halt, wie viel? 300 Milliliter die Hälfte. So sieht es jetzt aus. Nicht gerade sehr appetitlich, ne? Das lassen wir jetzt mal im Kühlschrank quellen für 30 Minuten. So. Ich bin sehr gespannt. Übrigens habe ich mir vegane Mortadella geholt. Vegane Nicht-Geflügel-Mortadella. Die hatte ich schon mal probiert, die mag ich sehr gerne. Wo habe ich denn die her? Ich glaube tatsächlich, die habe ich auch aus dem Aldi. Oh ja, das ist sehr lecker. Mm, das ist lecker gewürzt. Auf Basis von Pflanzenprotein ohne Zusatz von Soja. Könnt ihr auch mal ausprobieren. Also ich mag das sehr gerne. Ich habe das jetzt noch nie solo probiert. Ich habe es mir immer direkt aus Brötchen gekriegt. Ne? Sehr, sehr lecker. Sehr lecker gewürzt. Ja, kann ich auch sehr empfehlen. Es gibt schon so tolle vegane Alternativen, vegane und vegetarische Alternativen, dass es nicht mehr so schwer fällt zu wechseln. Ne? Die halbe Stunde ist rum und jetzt holen wir das Zeug mal aus dem Kühlschrank. Also ich muss auch mal sagen, so farbtechnisch gesehen, sieht schon ein bisschen komisch aus. Ne? Muss ich natürlich auch noch würzen, aber es ist gewürzt. So sieht es jetzt aus. Ein bisschen komisch, ne? Aber das macht nichts, wenn das am Ende so schmeckt. Ich habe jetzt noch Beluga-Linsen da. Die werde ich mal noch fix machen. Fällt mir natürlich früh ein, ne? Und Tomaten. In gestückelte Tomaten. Die werde ich auch noch nehmen. Das ist jetzt im Übrigen richtig fest. Eine mega feste Masse. Ich
werde das jetzt alles mal abpacken in meine Vorratsgläser. Die sind nämlich, die müsste ich mal wieder auffüllen. Die Spaghetti habe ich hier schon drin. Und die Linsen werde ich jetzt hier auch gleich nochmal abfüllen. Ich habe hier solche Marker. Wisst ihr, solche, diese Klebedinger. Diese hier. Mit einem Kreidestift. Das war alles mit dabei. Ich verlinke euch das auch mal unten. Und das finde ich tatsächlich sehr praktisch. So, ich habe jetzt die Bolognese gekocht, ich habe die aber noch nicht probiert. Ich will da noch ein bisschen was, ich will da noch Mais reinmachen. Da muss ich nachher noch einkaufen fahren. Ich mache die morgen fertig. Dann friere ich ein bisschen was ein und dann habe ich auch was für die Arbeit. Genau. Jetzt werde ich das Video schneiden, soweit es geht, die beiden Videos. Und danach einkaufen fahren. Und dann werde ich auch noch etwas kaufen für eine vegane Remoulade. Das möchte ich unbedingt ausprobieren. Genau, das mache ich noch und dann geht's schon zu Sandra. Das wird auch schön. Ich werde die Kamera jetzt nicht mitnehmen, weil das jetzt ganz schnell gehen muss und ich nicht möchte, dass Sandras Sohn mit im Video ist. Darum sehen wir uns wahrscheinlich erst morgen. Ja, das ist immer noch so stürmisch. Wisst ihr, ich mag das ja total gerne, wenn es so windig ist, ne? Das ist ja für mich wie Valium. Das kann nicht stürmisch genug sein. Aber es war heute Nacht tatsächlich so stürmisch, dass ich wohne in der Dachwohnung, dass irgendein Dachbalken immer auf einen anderen Balken geklappert ist. Ich hatte eine entsprechend unruhige Nacht. Wir können ja mal das Mikro ausprobieren. Da ist ja so ein Windschutz drauf. Wartet mal, kann ich euch an meinen Haaren zeigen, wie windig das ist? Oh ja, das geht besser. Wartet mal. Weil irgendwie sieht man das im Video nicht so. Da geht's weiter. Mal kurz gucken, ob auf dem Hof alles stimmt. Ich liebe es einfach. Oh, das ist nämlich das schönste Wetter. Ich finde es so toll. Ja, da schlafe ich ja immer echt gut bei ein, ne? Hätte ich auch gemacht, wäre nicht dieser eine Dachbalken da gewesen. Und weil ich Angst habe, auf den Dachboden zu gehen, bleibt er da, wo er ist, ne? Wird es beim nächsten Mal wieder so laut. Ich muss gerade, der Stimpy lenkt mich ab. Der hat sich das schon wieder gemütlich gemacht. Na du? Nein. Alles gut? Das für die Katzen tatsächlich auch ein bisschen suspekt, hätte ich gar nicht gedacht. Vor allem für Loki, der war die ganze Nacht bei mir, ist er ja meistens, ne? Aber der war noch kuscheliger als sonst. Loki ist ja sehr kuschelig. Ja. Aber Loki ist auch eine Weichpuppe. Ich muss es sagen, ich liebe ihn sehr, aber er ist auch echt eine kleine Weichpuppe. Ist auch nicht so schlimm. Ist auch gut so, ne? Mit dem Sturm im Hintergrund, ich weiß gar nicht, ob ihr das jetzt hört, werde ich euch mal die vegetarischen und veganen Dinge zeigen, die ich getestet habe jetzt und zu welchem Schluss ich gekommen bin, ja? Einiges hatte ich euch im letzten Vlog schon gesagt. Und zwar ist es einmal von Valais, das habe ich euch schon mal gezeigt, die Crispy Sticks. Das sind diese hier. Und die mag ich tatsächlich sehr gerne, sind leider nur vegetarisch. Die mag ich, die schmecken sehr, sehr, sehr gut. Da braucht man das Original nicht. Da braucht man die Chicken Nuggets. Definitiv nicht. Dann habe ich von Green Legend die veganen Backteig-Nuggets probiert. Und die mochte ich tatsächlich auch sehr gerne. Die hatte ich vorher noch nicht probiert. Die sind sehr lecker. Und sind vegan, schmecken sehr, sehr gut. Und sehr knusprig, ne? Wieder von Valais habe ich vegetarische Schnitzel mit Gouda. Also diese, was ist denn das dann? Nicht Camembert.
wie heißt das? Ah, nee, Cordon Bleu ist es auch nicht. Naja, ihr wisst schon, ne? Die sind auch sehr lecker. Und das ist jetzt das, wo ich ganz offensichtlich das Problem habe. Das sieht natürlich gut aus jetzt hier, ne? Was hier so steht. Das sieht doch jetzt so aus wie, ich setze mich fürs Tierwohl ein. Finde ich tatsächlich nur bedingt. Weil ich wette, dass der Käse jetzt aus Milch kommt von Kühen, die nur im Stall stehen und ganz furchtbar gehalten werden und leiden. Und deswegen glaube ich, also das, ich glaube nicht, dass ich das normal kaufen werde und eigentlich müsste ich komplett runter von diesem vegetarischen, aber ich weiß, dass ich diesen Sprung nicht gleich schaffen werde. Also das weiß ich, den werde ich nicht gleich schaffen. Deswegen vegetarisch, ne? Dann habe ich mich jetzt für eine Milch entschlossen. Also ich sage euch mal, wofür ich Milch nehme. Ich nehme Milch für Cornflakes, für Müsli und manchmal auch, wenn ich so Bock drauf habe, auf Grießbrei oder sowas, wisst ihr? Oder Milchreis. Und da habe ich jetzt diese hier von, ich weiß immer noch nicht, wie es ausgesprochen wird, VLY, aber die Barista-Version. Und die finde ich für Cornflakes und Müsli am Geschmack neutralsten. Bei Grieß finde ich, die hat die tatsächlich einen gewissen Beigeschmack. Da finde ich die noch nicht so optimal. Ich glaube, da würde ich von Alpro auf die No Milk umsteigen. Aber die werde ich mir jetzt immer holen. Ich probiere jetzt nicht mehr rum. Also ich habe ja ganz lange rumprobiert, ja. Das habt ihr ja gar nicht mitbekommen. Ich habe ja im Vorfeld schon so lange rumprobiert. Aber die wird es bei mir werden. Die und die blaue von Alpro, No Milk. Genau. Und ich habe auch schon so gedacht, wenn man so Bock auf Grieß oder Milchreis hat, was ja auch nicht so oft ist, ja, dann könnte ich mir rein theoretisch auch die Haselnussmilch von Alpro, ist das von Alpro, holen. Die habe ich nämlich auch schon probiert, schmeckt auch sehr lecker. Die geht auch für Müsli und für Cornflakes super. Ja, also für solche Sachen braucht man tatsächlich auch keine Milch, ne? Dann einen Käse, den ich euch im letzten Vlog schon gezeigt habe, aber der geht für mich halt einfach jetzt immer. Und zwar von Violife, das sind die veganen Gouda-Geschmacksscheiben. Das sind die hier, die sind, hier sind noch, was? Eins, zwei drin und ich habe mir schon direkt wieder neue gekauft. Weil die halt, die gehen einfach, ne? Also die schmecken wirklich gut. Die schmecken am neutralsten so, was Käse angeht. Und was ich immer darunter mache, ist entweder das Stullenspice von Just Spices, das ist das hier, oder das Italian Stullen Spice, das sieht so aus. Und die beiden darunter, mega lecker. Ja, ihr kommt hier hin. Genau, das habe ich die Woche auch gegessen und was ich die Woche auch probiert habe, das ist... sind die von Green Legend, die veganen Mortadella-Scheiben, ohne Zusatz von Soja im Übrigen. Das sind diese hier mit Paprika. Genau. Und die schmecken halt auch, ne? Das ist nichts, was ich so pur essen würde, aber das würde ich mit Mortadella auch nicht machen. Die würde ich auch nicht mehr so pur reinpfeifen. Genau. Das auf Brot und auf Brötchen schmeckt es einfach echt gut, ne? Ihr könnt mir ja mal sagen, weil da habe ich mich noch nicht so richtig schlau gemacht oder mich so richtig intensiv mit befasst, wie das aussieht mit veganem Brötchen. Ich esse gerne Brötchen. Welche Brötchen sind denn vegan? Sind alle vegan? Also ich habe mir jetzt welche geholt, da habe ich keine tierischen Erzeugnisse so gefunden, ja. Aber, oder tierischen Produkte. Aber ist das so bei allen Brötchen? Also so Aufbackbrötchen, ne? Jetzt wollte ich euch gerade zeigen, wie der Loki da steht. Dem ist nämlich ein bisschen mulmig zumute, weil es hier so laut ist und so stürmisch. Ich werde euch das jetzt einfach mal zeigen, was ich so veganes und vegetarisches die Woche gegessen habe. Ich heb das einfach auf, wisst ihr? Ja, vielleicht können wir uns da irgendwie gegenseitig ein bisschen unterstützen. So, jetzt räumen wir das mal weg. Zack. Und zack. For the first time in forever. Ich hab ein Ohrwurm.
Na, Loki Schnoki, weißt du, was wir jetzt machen? Haben eure Katzen auch Spitznamen? Als könnte man Loki noch irgendwie mehr verspitznamen, als er eh schon ist, ne? Das geht. Loki Schnoki. Oder Loki Schnock. So, okay. Was wir jetzt machen ist, gemütlichen Kaffee trinken. Ein bisschen Animal Crossing spielen zum Runterkommen, weil ich gerade merke, ich bin schon wieder so hochgefahren. Das ist echt ein Problem, das ich habe. Und da meine ich wirklich ein Problem, dass meine Tage so vollgepackt sind, so voller Aktivitäten, selbst dann, wenn ich eigentlich Ruhephasen hätte, dass ich nicht mehr runterkomme. Und das ist echt ein Problem, ne? Ja. Tja, aber so ist das nun mal. Okay, ich mache jetzt mal weiter. Ich habe mir einen neuen Laptop gekauft, das habe ich euch noch gar nicht erzählt. Den habe ich seit ungefähr einer Woche, weil ich euch ja gesagt habe im letzten Vlog, mein Alter ist sehr zu langsam, ne? Das stört mich, das frisst meine Zeit so. Also habe ich mir einen neuen Laptop gekauft und der ist auch wirklich sehr viel schneller, was das Schnittprogramm angeht. Das Schnittprogramm musste ich jetzt neu raufladen und tatsächlich hat das jetzt auch andere Features, beziehungsweise neue Feature. Unter anderem legt dieses Schnittprogramm ein, oder kann es ein Highlight erstellen für zum Beispiel TikTok. Und das versuche ich jetzt gerade. Das wäre natürlich ganz cool. Also ich bin ja auf TikTok, ich blende euch mal hier den Namen ein. Das ist aber das war so ein Spaß-Account. Und dann habe ich gedacht, na wieso ein Spaß-Account? Mach doch halt einfach dein, verlager den Buchschnack halt auch auf TikTok, ne? Und das möchte ich jetzt mal versuchen. Ich will mal schauen, ob ich dieses Highlight bei TikTok hinterlegen kann, obwohl das ein falsches Format ist. Ich halte euch mal auf dem Laufenden. Ihr könnt ja mal bei TikTok vorbeigucken. Vielleicht seht ihr dann schon dieses Highlight. Beziehungsweise diesen Videoschnipsel. Das ist so eine Zusammenfassung vom ganzen Video. Das finde ich ganz cool. Jetzt schon ein bisschen spät, aber ich wollte euch mal zeigen, was ich gestern gekauft habe, bevor ich zu Samra gefahren bin. Genau, und da habe ich für den kleinen Hunger zwischendurch oder für eine Mittagspause schnell mal von Alnatura den Kichererbsen-Kokostopf gekauft. Das ist der hier. Da bin ich schon sehr gespannt. Und wenn der mir schmeckt, im Grunde genommen kann man es ja auch selber machen, ne? Das habe ich mir geholt und dann, weil viele gesagt haben, dass das so euer Favorit ist, von Simply, den cremigen Kräuter Streichgenuss. Das ist der hier. Bin ich auch sehr gespannt. Ich hoffe ja, dass der so ein bisschen so schmeckt wie, wisst ihr, wir können das ja mal probieren, wie mein Violife Frischkäse-Alternative. Ne? Viele stören sich ja daran, dass das dann so heißt, sowas wie Frischkäse, dass man das denn so benennt oder man darf diese veganen Käsescheiben auch nicht Käse nennen. Ich mache mal meinen Finger hier rein. Oh ja, das schmeckt lecker. Dann habe ich mir noch gekauft von Like Meat, Like Chicken aus Soja. Das muss ich mal ausprobieren. Da hatten mich jetzt auch einige gefragt. Es ist nicht so, dass ich das nicht vertrage. Es ist nur, also dass ich Soja nicht vertrage. Es ist nur so, dass ich Soja tatsächlich nicht so mag. Also ich finde, Soja hat einen. Ich habe schon ganz oft gehört, dass Soja geschmacksneutral sein soll. Also ich finde das irgendwie nicht. Ja, aber ich werde es mal ausprobieren. Das wollte ich gerne in Salat reintun. Und dann habe ich gedacht, ich gucke mal nach einer veganen Schokolade. Und ich war gestern im NP einkaufen. Da gab es also hier in unserem NP so gut wie gar nichts. Aber ich habe gefunden von Lindt, Hello, nice to sweet you. Vegan Salted Caramel Schokolade mit Haferdrink. Das ist diese hier. Ja, mal gucken, wie die schmeckt. Wir können ja gleich mal eine Geschmacksprobe machen, oder? Und von Franconia Chocolate. Oder Schokolade. Was? Helle Wege? Was? Naja, diese Schokolade hier. Das können wir auch gleich mal ausprobieren. Wartet mal. So, jetzt
Wenn die mir jetzt nicht schmeckt, dann weiß ich auch nicht, was ich mit der mache. Bei Schokolade finde ich schon schwierig. Ich mag den Schmelz immer sehr gerne, aber es muss ja auch möglich sein, das mit veganer Schokolade hinzubekommen, oder? Wir testen mal die... Ah, ein bisschen groß jetzt. Wir testen mal die Riegel hier. Die schmeckt ganz gut. Oh, die schmeckt wirklich ganz gut. Ein bisschen süß, finde ich, für meinen Geschmack so. Wenn ihr Haselnuss mögt, dann wäre die vielleicht was für euch. Und vom Schmelz her fand ich die jetzt tatsächlich ganz gut. Wir probieren jetzt mal die von Lind. Oh. Ganz schön hart. Ist auf jeden Fall schon mal nicht so süß. Oh, die schmeckt auch toll. Oh, die schmeckt lecker. Jetzt gucken wir mal, wie teuer die waren. Moment. Das hier hat 2,22 Euro gekostet. Diese hier hat 1,89 Euro gekostet. Diese hier hat 2,99 Euro gekostet. Und das muss man sich auch echt gönnen, ne? Der hier hat 2,29 Euro gekostet. Und das hier hat 2,99 Euro gekostet. Ja. Das geht natürlich, wenn man sich für eine nicht vegane oder vegetarische Lebensweise entscheidet, ein bisschen günstiger. Aber ich muss euch mal sagen, das ist es mir wert, wenn ich dadurch Tierleid vermindere. Das steht bei mir halt ganz oben, noch vor der Gesundheit. Also gesundheitstechnisch ist natürlich auch die vegetarische und vegane Lebensweise besser, sehr viel besser. Aber mir geht es hauptsächlich um das Tierleid, das ich gerne verringern möchte. Ja. Und dann ist es mir eben auch die 50 Cent oder einen Euro mehr wert. Ich werde jetzt gleich noch einkaufen fahren. Da möchte ich unbedingt noch Cashewkerne holen für die Remoulade. Wisst ihr? Oh, meine Lippen sind so trocken. Das möchte ich doch unbedingt mal ausprobieren. Und dann habe ich endlich, und Gott sei Dank, einen Termin für meine Fingernägel. Das geht ja gar nicht mehr. Ja. Und vielleicht schaffe ich es noch, Aquarell zu zeichnen. Das seht ihr dann aber im nächsten Vlog. Sonst wird das hier zu lange. Ihr müsst euch das auch irgendwann angucken. Ich werde natürlich weiter testen. Und eure vegetarischen und veganen Tipps, die könnt ihr mir immer in die Kommentare packen. Und was euch sonst noch so einfällt. So, bevor wir jetzt aber irgendwas machen, Stimpy, lasse ich dich erst raus und dann müssen wir noch dein Fell kämmen. Jetzt bleib nicht schon wieder da mittendrin stehen. Nein, zack, zack, zack. Meine Güte. Jetzt geht der da rein. Ich flippe aus.